Heute im Studio Michael Paveletz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Übermorgen soll in Deutschland Schluss sein mit der Stromerzeugung durch Atomkraft. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland werden abgeschaltet. Für Bayerns Ministerpräsident Söder ist es aber noch nicht das Ende der Kernenergie. Wegen der Energiekrise fordert er den Weiterbetrieb und bereits stillgelegte AKW als Reserve. Und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Wir brauchen alle Energie, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ohne Energie keine Zukunft. Doch in naher Zukunft am Samstag wird hier abgeschaltet. Der Druck auch auf diesen roten Knopf besiegelt den Atomausstieg in Deutschland. Den Zeitpunkt dafür haben CDU und CSU 2011 im Bundestag mit beschlossen. Nach dem Betrieb steht für Atomkraftwerke der Rückbau an, wie hier im bereits 2011 abgeschalteten Block Isar 1. 32 Jahre haben hunderte Mitarbeiter hier Strom produziert. Die neue Aufgabe jetzt, das Kernkraftwerk zunächst von innen heraus zu zerlegen. Wir haben es dann diesen Menschen, die hier in der Umgebung wohnen, auch schuldig, dass wir hier wirklich jetzt alles zurückbauen, dass es so zurückgestellt wird, wie man eigentlich vor in den 70er Jahren begonnen hat. Grüne Wiese heißt er bei uns. Und da bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Rund 24.000 Tonnen Material werden allein hier ausgebaut. Viele Teile werden noch weiter zerlegt und auf Strahlung überprüft. Der Großteil wird anschließend recycelt. Rund 2% landen als Atommüll in Behältern wie diesen. Derzeit bereiten sich die Betreiber auch auf den Rückbau von Isar 2 vor. Markus Söder wiederum will an der Kernenergie festhalten und verweist auf die Energiekrise. In dieser Phase müsse Deutschland an allen vorhandenen Energiequellen festhalten. Für Söder ist die AKW-Abschaltung also ein großer Fehler. Auch innerhalb von FDP und CDU regt sich weiter Unmut. Der Wirtschaftsrat der CDU sieht eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die FDP spricht von einem dramatischen Irrtum und fordert ebenfalls eine AKW-Reserve. Noch dampft es hier aus dem Kühlturm des Meilers Neckarwestheim, doch das Ende der Atomenergie in Deutschland ist besiegelt. Erst ein Machtwort des Bundeskanzlers brachte die Einigung nach langem Ampelstreit. Koalitionspartner FDP hält bis heute an seiner Kritik fest. Diejenigen, die politische Verantwortung für die Energieversorgung auch im Kabinett durch ihre Positionen tragen, müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Dabei ist Atomkraft heute längst nicht mehr so wichtig, wie sie es einmal war. Im Jahr 2022 kamen rund 46% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Fossile Energien machten etwa 45% aus. Atomkraft lag zuletzt bei gerade einmal 6,5%. Zu Beginn des Jahrtausends lag der Anteil noch bei 32%. Seitdem wurde die Atomenergie Stück für Stück zurückgefahren. Der allergrößte Teil des Atomausstiegs, der ist geräuschlos vonstatten gegangen und hat uns auch jetzt nicht besonders beeinträchtigt, was eben Preis- und Versorgungssicherheit angeht. Die Union warnt davor, dass nun klimaschädliche Kohlekraftwerke für die Atomkraft einspringen müssten. Ich wäre lieber Kernkraftwerke, klimaneutrale Kernkraftwerke abschaltet und dafür dreckige Kohlekraftwerke aus DDR-Zeiten wieder laufen lässt. Der soll mir beim Thema Klimaschutz bitte nichts mehr erzählen. Eine Laufzeitverlängerung bis mindestens Ende 2024 fordert die Union. Solchen Überlegungen hat die Bundesregierung mit Blick auf die Rechtslage bereits eine Absage erteilt. Vorangetrieben wurde der deutsche Ausstieg aus der Atomkraft vor allem durch die Atomkatastrophe von Fukushima 2011. Mehrere alte AKW wurden sofort abgeschaltet. Während ihres Japan-Besuchs besichtigte die grüne Umweltministerin Lemke heute den zerstörten Reaktor von Fukushima. Natürlich nur von außen und nur wenige Minuten, weil der Reaktor immer noch strahlt. Lemke betonte, sie sei erleichtert, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Auf Tuchfühlung mit einer Katastrophe. Der Besuch in Fukushima führt die deutsche Umweltministerin bis dicht vor die zerstörten Reaktorgebäude. Im Inneren geschmolzene Kernbrennstäbe, die bis heute nicht geborgen werden können. Laut Betreiberfirma TEPCO eine Aufgabe, die bis zu 40 Jahre in Anspruch nehmen wird. Wegen der hohen radioaktiven Strahlung dürfen sich Besucher vor den Gebäuden höchstens 10 Minuten aufhalten. Es ist nicht das einzige bleibende Problem 12 Jahre nach dem Atomunfall.
Die Reaktorkerne müssen weiter mit Wasser gekühlt werden. Zusammen mit Regen und Grundwasser fallen jeden Tag auf dem Gelände 100.000 Liter verstrahltes Wasser an. Radioaktive Bestandteile können weitgehend herausgefiltert werden, bis auf Tritium. Es kann nicht beseitigt werden. Dennoch will TEPCO noch in diesem Jahr mit der Einleitung des Wassers ins Meer beginnen. Andernfalls werde der Platz knapp. Gerade mit den Bildern heute und hier, mit den immensen Kosten, die auf Japan zukommen, noch für viele Jahrzehnte, möglicherweise Abwässer, die in den Ozean eingeleitet werden, die belastet sind mit Radioaktivität. All das führt für mich dazu, dass ich sage, ich bin erleichtert, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Anders Japan. Es will trotz Fukushima die Atomkraft in den nächsten Jahren wieder ausbauen. Die Laufzeiten für bestehende Atomkraftwerke werden verlängert.